Aber Handy ist voll. Alle Nahrungszeit vorher zu Fuß ab. Und ich überlasse Sie jetzt ganz diesem wirklich wunderschönen Bild dieser gerittenen und gefahrenen Quadrille, die der unter der Leitung von Peter Lerch einstudiert wurde. Und nun beginnt die große Quadrille, das Abschlussbild dieses heutigen Schaufahrens, Schaureitens, dieser Vorstellung von früher in all den Situationen. Auf dem großen Zettel werden die Reiter sich von dem Fahrer trennen und ganze Bahn reiten. Und dann wieder sich zum Paar zusammenfinden und wieder trennen. Man nennt das Ganze die Mühle. Das Ineinandergreifen von Rädern. Das ist gar nicht so einfach. Und hier dieser Herdentier, meine Damen und Herren, liebe Pferdefreunde. Und sie wollen sich voneinander gar nicht so gerne trennen. Und jetzt das Kreuzen, eine nicht ungefährliche Angelegenheit. Und das gegeneinander fahren und reiten auf der ganzen Bahn. Da muss schon jeder seinen Abstand einhalten, sonst geht das nicht. Und wiederum das Kreuzen aus der Mittelbahn heraus. Jetzt befinden sich die Reiter auf dem großen Zirkel in der Mitte der Bahn und die Fahrer aus Tagin herumfahren. Ein interessantes Schaubild. Und da merkt man schon, meine Damen und Herren, liebe Pferdefreunde, dass hier einige Arbeit, viel Training, Schweiß und Zeit investiert wurde. Aus dem Zirkel heraus kreuzten die Pferde wiederum die Reiter, den Bahn der Fahrer. Und finden sich wieder zu Paaren zusammen. Ja, und da ist schon wichtig, meine Damen und Herren, dass sich jeder sein Partner dann verbindet. Und der Stau hat sich wieder aufgelöst, so was kann passieren. Was
Publikum. Ha ha.